Thank you.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Yehudi und Hefzibah Menuhin die Frühlingssonate von Beethoven spielen oder irgendein anderes Stück, hat man das berühmte Gefühl des Embarras de Richesse, eine Verwirrung des Reichtums. Ich glaube, du übertreibst. Bei der Frühlingssonate vielleicht schon besonders bei diesem Wetter. Ja, ich dachte daran, dass Yehudi Menuhin Thema und Problem für so viele Bücher ist, die eine ganze Bibliothek füllen. Essays, Versuche, Biografien, Aufsätze, Analysen füllen wirklich ganze Regale. Seit fast 4 Jahrzehnten steht Yehudi Menuhin auf dem Konzertpodium und seit etlichen Jahren mit der Schwester zusammen als Sonatenpartner. Meine Schwester ist viel jünger. Als ja, das wissen wir. Du schmeichelst mich. Und es ist heute in den deutschen Illustrierten Mode geworden, dass man große Künstler als Wunder darstellt. Und ich glaube, es handelt sich nicht um Wunder, so schmeichelhaft es auch ist. Bestimmt. Aber in einem Buch, das Yehudi Menuhin geschrieben hat, habe ich einen Satz gefunden, was doch das Gefühl gibt, es ist ein Stück Wunder dabei. Darf ich den Satz zitieren? Sie werden sich sicher nicht daran erinnern. Ja. Es heißt hier, wenn wir für die anderen und für uns selber nichts mehr empfinden, wenn wir verlernt haben, was die wahre Sorglosigkeit, das absolut Richtige, das Gesunde und Gerechte und nur deshalb andauernd nachwirkende Spontane ausmacht, dann müssen wir wahrlich unglücklich sein. Dies bezieht sich auf die Mehrheit der Menschheit. Wir verlieren irgendwie diese primären Gefühle, diese spontanen Reaktionen. Und die großen Künstler behalten es. Wir sind alle mit Idealen geboren. Bestimmt. Es ist in uns irgendwie ein Ideal, ein Streben nach irgendetwas. Und diese alte Diskussion, ob das Gute und das Praktische und das Schöne zur gleichen Zeit irgendwie eine Beziehung haben, dass diese Beziehung, glaube ich, ist, was wir suchen. Es kommt nicht immer so zutage. Man sitzt in einem Büro, man arbeitet in einer Kohlmine, da merkt man nicht, dass das Praktische mit dem Schönen irgendwie eine Beziehung hat. Aber irgendwie müssen wir diese Beziehung verwirklichen. Wenn wir diese Beziehung zwischen das, was wir tun müssen und das, was wir tun, was wir träumen, wenn wir diese Beziehung nicht durchsetzen, können wir, glaube ich, nie ganz glücklich sein. Glaubst du nicht? Ja, ich finde, das ist ganz wahr. Ich finde auch, dass das Schöne und das Gute in dem Mensch tief verbunden ist. Und wenn irgendeine Trennung ist, so ist es wirklich eine Tragödie. Ja, dann ist die Trennung, glaube ich, meistens durch, wie sagt man auf Deutsch, Ignorance. Unkenntnis. Ja, ich glaube, mehr als Kriminalität. Ich glaube, der Mensch ist nicht so schlecht, wie er dumm ist. Ja. Das ist sicher wahr, das hat ja auch der alte Sokrates gesagt und das hat der gute Papst Johannes gesagt. Wir müssen recht haben. Ja, dann ist ja gewiss, aber nicht jeder Künstler verwirklicht in sich Güte und das Schöne. Die menschliche Güte, die für die Menuhins typisch ist. Wir haben auch Glück. Wir haben Glück, indem wir glücklich verheiratet sind. Ja. Wir haben Glück, indem unsere Kinder gesund sind und sehr, sehr lieb. Wir haben Glück, indem wir Musik machen. Das ist doch eines der schönsten Aufgaben, die man überhaupt in der Welt haben kann. Wir haben Glück, indem wir selbst uns gesund erhalten und dass wir viele reiche Beziehungen haben zu allerlei Menschen, Orten, Bücher, Kunstwerke. So diese Millionen Beziehungen erneuern immer das Gefühl von des Lebens Wert. Ja, aber diese Werte müssen in dem eigenen Ich auch aufrechterhalten und gefördert werden. Ich glaube, das Glück kommt nicht auf einen zu, sondern das Glück strahlt man aus. Das kann man auch durch das psychische Bewusstsein fördern und üben. Ja, natürlich. Und es ist uns nichts gegeben, wofür wir nicht uns bemühen müssen. Das ist bestimmt der Fall. Sonst hätten wir kein Glück, sonst hätten wir keine Freude.
wenn alles käme und wir nichts dazu tun müssten. Es ist immer möglich, einen Wert wegzuwerfen, nicht wahr? Zu ergänzen. Ja. Nicht zu erfüllen. Ja, aber Sie tun beide sehr viel dafür. Nicht nur in den Konzerten und nicht nur beim Musizieren. Ich weiß, dass Frau Hepziva sich mit pädagogischen Aufgaben auseinandersetzt und Sie, Yehudi, eine ganz neuartige Schule gegründet haben in London. Ja, es ist eine Schule für junge Instrumentalisten, Geiger besonders, Cello, Bratsche und auch Klavierspieler. Obwohl wir Klavierspieler nicht in diese Welt so nötig haben, es sind schon so viele. Ja. Aber der Geiger ist doch etwas abhängig vom Klavier, nicht wahr? Ja. Ich bin froh, abhängig von dir zu sein. Aber man kann schwer 16 Geiger erziehen ohne ein paar Klavierspieler. Ja. Aber die Hauptaufgabe dieser Schule meiner Ansicht nach ist, wieder die Geige encouragieren. Ermutigen. Heute gibt es sehr wenig Gründe, warum man Geige lernen möchte. Die Jugend hat nicht den Platz, die Ruhe, die Zeit, die Konzentration, die ist mit anderen Sachen, die mehr, mehr zur Hand liegen, beschäftigt. Die Geige liegt nicht zur Hand, obwohl man es in die Hand hält, liegt es nicht so. Man muss es jeden Finger arbeiten, man muss viel Zeit haben und eine große Liebe dazu haben. So, darum habe ich die Schule gegründet und fange mit Jungens, die mit 8 Jahren schon, die 8 Jahre alt sind. Das ist das Revolutionäre in dieser Schule. Sonst jeder große Meister hatte seine Meisterklasse früher, nicht? Und fing an mit dem Unterricht erst nachdem die akademischen Jahre abgeschlossen waren. Aber ich finde immer mit der Geige besonders, wie mit dem Ballett. Ballett, man muss jung anfangen. Ja. Mit anderen Fächern geht es anders, natürlich. Man kann kein Advokat werden mit 6 Jahren oder Chemiker oder Astronaut. Ja. Aber es gibt auch Pianisten, die ganz spät angefangen haben. Ja. Paderewski zum Beispiel. Ja. Julius Katchen auch sehr spät angefangen. Aber ich glaube, die Geige kann man schwer mit, sagen wir, 16 Jahren anfangen. Und gibt es eine spezifische Methode, pädagogische Methode in Ihrer Schule? Ja, insofern als ich versuche, meine Erfahrung die anderen zu übergeben. Insofern, diese Erfahrung ist wertvoll. Ich habe erst in den letzten Jahren das Gefühl, dass ich wirklich ein paar Sachen weiß, nicht wahr? Das ist nämlich nicht übertrieben. Das ist so, dass bis vor einigen Jahren hätte ich nicht gewagt, das zu sagen. Dazu gehört Ihr Verantwortungsgefühl. Nein, ja, aber jetzt möchte ich. Ja. Onsemi hat erzählt, dass er erst seitdem er 60 Jahre alt ist, Bescheid weiß, wie man dirigieren soll. Und zwischen 60 und 80 wird man ein reifer Musiker. Ja. Und er erzählte, dass Toscanini ihn in dieser Meinung bestätigt hat. Toscanini sagte auch, dass man erst nach 60 richtig dirigieren kann. Aber das würde ich nicht natürlich als Regel empfehlen. Natürlich, das müsste man, um ganz überzeugend zu sein, müsste man das sagen, wenn man nur 40 Jahre alt ist. Ja. Da würden wir aber eine ganze Menge von Dirigenten von dem Beruf zurückhalten. Unter anderem Yehudi Menuhin. Sie haben auch dirigiert. Und ja, aber ich bin kein wunderbar. Dirigent. Ich lehne das ab. Ich dirigiere, ich mache Musik mit meinen Kollegen. Ich bin aber an sich kein Dirigent. Ich bin Geiger. Ja, aber wenn ich da Balam et Bublice mir ein Kompliment erlauben darf. Dieses Konzert ist unvergessen gewesen, nicht nur für mich und nicht nur für Ihre Freunde, weil Sie eben in einer Disziplin, die nicht Ihre Disziplin ist, bewiesen haben, wie große Musiker Sie sind, ohne Geige. Dieses Bartok Divertimento und die vierte Beethoven ist wirklich ein unvergessliches Erlebnis gewesen. Ach, das freut mich, weil ich liebe diese Musik und möchte gerade, dass die Musiker es so spielen, wie wir es uns träumen. Andere brauchen das gewisse Handwerk, um die musikalischen Gedanken dem Orchester mitzuteilen. Und wenn dieses Gedankengut mit seiner Ausstrahlung verbunden ist, empfinden die Musiker so, wie er es haben wollte.
Aber das ist ja in jedem Fach so. Ich war, mein Mann zum Beispiel, der Soziologe ist und kein Lehrer, wenn er in eine Schule reingeht, er kann eine Beziehung mit den Kindern forschen, aus der etwas ganz Fabelhaftes wächst, aus der ein neues Verständnis wächst. Denn es ist wirklich dieser Professionalismus, manchmal, das zwischen uns und uns, unsere beste Schöpfung steht, ich glaube. Ja, er macht unglaubliche Sachen. Er geht in Schulen, wo wirklich die Kinder nie dem Lehrer einen Respekt gaben. Ich war ja, weil der Lehrer sehr oft hat ihnen nichts anzubieten, was, wovon sie nötig haben. Die Kinder brauchen das Beste in Musik, sie brauchen die besten Gedanken und sie reagieren darauf so gut. Nicht wahr? Was wir unseren Kindern den gewöhnlichen Schulen schenken, ist nicht gut genug für sie, ich glaube. Ich finde, dass die besten Menschen sollten eigentlich mit den jüngsten Kindern beschäftigt sein, weil es ist in diesem Alter, wo es am wichtigsten ist. Und der Mehrheit auch, ja. Die vielen. Ja, die Kinder sind doch die anständigsten Menschen. Ja, ich weiß nicht. Alle? Nicht immer. Ich weiß nicht, die sind natürlich weniger, vielleicht, die sind unschuldiger, weil sie weniger bewusst sind. Der ältere Mensch ist nicht so unschuldig, weil sehr oft weiß er genau, wie schuldig er ist. Aber das Kind hat alle die Möglichkeiten. Es kann zur gleichen Zeit Teufel und Engel sein. Ich würde nicht sagen, dass das Kind an sich besser ist als der Erwachsene. Gar nicht. Und jeder Erwachsene hat auch ein Kindheitalter in ihm, nicht wahr? Wo er grausam ist und sich schlecht benimmt. Ich glaube, diese Idee, dass das Kind irgendwie immer ein Engel ist, das ist auch falsch. Das ist auch eine romantische Romantisierung. Das gehört zur romantischen Mutterfigur. Sie hat immer recht. Das ist nicht. Aber natürlich, dass das Kind unschuldig ist bis zu einem gewissen Punkt, das ist wahr. Ich würde sagen, das Schöne an der deutschen Jugend heutzutage ist, dass sie unschuldig sind, aber sich mitverantwortlich fühlen für die Geschichte der letzten 30 Jahre. Ja, es sind sehr positive Zeichen dafür. Und daraus, ich glaube auch besonders in Berlin. Besonders in Berlin. Ja, ich sehe in dem Geigenkasten zum Thema Kind eine ganze Reihe Kinder, die sicher die eigenen sind. Der arme Geiger reist nicht mehr über die Welt, der muss irgendwas mit sich tragen. Und das ist meine Familie, auch mein Enkelkind, der jetzt 6 Monate alt ist, der halb Chineser ist. Ich wusste nicht, ob eine Gratulation als Großvater angebracht wäre, aber... Doch, ich bin stolzer auf dem Großvater sein, als auf alles andere. Und sogar, ich hasste immer das Wort auf Englisch, Prodigy, Wunderkind, nicht wahr? Aber ich nenne mich jetzt der Prodigy-Großvater. Also Wundergroßvater, Wunderopa. Ja. Und worin besteht dieses Wunder? Gerade weil kein Wunder ist. Ja, eben. Gerade darum ist es ein Wunder. Ja, das Wunder, dieses Wort verfolgt Sie nicht nur seit dem Anfang dieses Interviews, sondern wirklich seit 1927, als Sie leider, also für Ihr Leidwesen in der Presse und in der ganzen Weltöffentlichkeit als Wunderkind dargestellt worden waren. Das war ein scheußliches Wort. Ich kann das Wunder ist, dass Sie das überstanden haben. Aber hier ist die Geige ist ein Wunder, tatsächlich. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Aber diese Geige ist jetzt nicht wie mein Enkelkind, das 6 Monate alt ist. Diese Geige ist dieses Jahr 250 Jahre alt, weil sie in 1714 von Stradivari gebaut war. Und die ist eine der schönsten Geigen, die man überhaupt finden kann. Hat sie eine Geschichte? Diese Geige hat weniger Geschichte als die andere, die ich habe, die andere Stradivari, die ich habe, seit ich 13 Jahre alt war. Die andere gehörte eine Prinzessin Kevenhöhler, österreichische, ungarische Familie. Und dann wurde sie von einem Professor Böhm irgendwie erworben, der Lehrer von Joachim war. Und Joachim hat bestimmt von Zeit auf diese Geige gespielt. Und dann ging sie nach Russland und endlich kam sie nach New York. Diese Geige war für eine Zeit lang in Südfrankreich, gehörte einem Herrn Swall, der eine schöne Kollektion hatte, eine schöne Sammlung. Und die habe ich auch in New York bekommen. Die andere war ein Geschenk, als ich 13 Jahre alt war, von einem alten Blinder her, ein Herr Goldmann.
Glaubt ihr, dass wir genug gesprochen haben? Ich glaube, wir sollten was spielen zum Schluss. Davon ist nie genug, aber ja, wenn man die Wahl hat. Was sollen wir spielen? Sollen wir den Bärentanz spielen? Das ist der letzte Satz aus der G-Dur-Sonate Opus 30. Wir haben es immer, seit wir Kinder waren, wir haben es immer Bärentanz genannt. Sure. Bitte dann.